Servus Leute, willkommen zurück. Part 2 meines bisherigen Zweitlieblingsprojekts nach Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Dies wird ein würdiger Nachfolger werden, denke ich mal. Wobei, nee, das ist nicht mal der Nachfolger von Naruto, leider. Es ist der Nachfolger von etwas anderem, was Heart of the Swarm heißt. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Hauptprojekte am Laufen. Pokémon erstmal, zum einen, was ja auch etwas länger wird, und zum anderen jetzt Final Fantasy. Und ja, ich lese euch mal hier einen kleinen Text vor, bevor wir weitermachen. In der Burgstadt Alexandrias schlüpfen sie in die Rolle eines mysteriösen Jungen, dessen Gesicht unter einem überdimensionalen Hut verborgen ist. Wie den meisten Bewohner möchte er sich das Theaterstück ansehen, weswegen ja auch die Tantalus-Gruppe hier ist. Betrachten Sie einmal im wir gehen weiter. Wir erkunden jetzt erstmal die Stadt. Sieht alles noch ziemlich verpixelt aus. Fragt ihr euch, warum? Ja, ist so. Wir gehen jetzt erstmal hier ins Menü, sehen Level 1, Name, keine Ahnung. Geil. 9 Potions haben wir, 2 High Potions, Phönixfedern haben wir sogar. Phoenix Down, Armreif, Zelt, Silent Quidea. Heilmittel. Okay, wertvolles Eintrittskarte. Eintrittskarte. Die tragischste Liebesromanze aller Zeiten. Dein Storch möchte ich sein. Die wahre Liebe zweier Menschen aus unterschiedlichem Stand. Ja, wie ihr sehen könnt, der Name ist falsch geschrieben. Wir werden nochmal kurz in die Abilities gehen. Einfach mal, um zu checken, was er so hat oder ob er überhaupt irgendwas hat. Nein, hat er noch nicht. Das mit den Abilities, muss ich ehrlich sagen, müsste ich mir erst bis zur nächsten Aufnahme mal durchgelesen haben, wie das funktioniert. Ehrenwerte Adel aus Treno, mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schloss Alexandria zu übernehmen. Ja, hier sehen wir schon, eigentlich wie im damaligen echten Mittelalter, so wie man es in der Schule lernt. Der Adel wird geführt, die anderen, die können bleiben, schauen, wo sie bleiben. Was haben wir denn hier? Zum Sternenhag. Nur heute, Alexandrias beliebtester Cocktail, Brain Colada zum halben Preis. Theateraufführung, ne, und so, ihr wisst Bescheid. Die Stadttore Alexandrias. Gut, wir gehen jetzt erstmal unseren Tickets hier abgeben. Zum Ticketschalter gehen, natürlich, das möchten wir jetzt auch. Wie kann man zu Diensten sein? Hier hast du mein Ticket. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Oh man. Nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber... Schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja? Goblin-Karte, Easy-Groom-Karte, Skeleton-Karte erhalten. Wenn du etwas übers Kartenspielen wissen willst, dann frag doch Seitenstraßen-Jack. Der ist ein echter Pro. Seitenstraßen-Jack also. Also bevor wir das machen, will ich Seilspringen. Kann ich Seilspringen? Magst du mehr spielen? Yeah, baby. And... Jump. Jump. Oh, doch nicht. Aua. Bis zum nächsten Mal. Ich will spielen. Mag mitspielen. Mag spielen. Jump. Jump. Autsch. Schon wieder. Ich muss viel früher springen. Okay. Okay, ich hab's schon kapiert. Jetzt lass mich spielen, du blöde Fotze, ey. Kann wohl nicht wahr sein. Jump, 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 jump. Ey, immerhin 9-mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Das sehe ich auch so. Gehen wir mal in den Laden. Einfach Interesse halber, was es da so gibt. Wir haben hier... Was erlaubt ihr euch, dass ihr kein Zimmer frei habt? Das soll doch wohl ein Scherz sein. Ich bin untröstlich. Bursche, willst du mir dumm kommen?
Ich habe extra reserviert. Himmel, Arsch und Zwirren. Herzklopf. Stadtmenschen. Da kriegt man es ja mit der Angst zu tun. Oh, der Kleine ist so süß, ey. Oh, Wahnsinn. Kann man mit denen quatschen? Tut mir leid, heute ist alles ausgebucht. Aha. Ja, wir gucken uns ja eh nur um. Also von daher macht ihr keinen Stress. Haben wir irgendwas? Nee, haben wir nicht. Was denn auch sonst? Halt, können wir die Arbeit nimmt kein Ende. Ah ja. Macht Platz. Ja, ich mach dir Platz, du riesiges Walross oder was auch immer du bist. Was haben wir denn hier? Achso, das ist der Gang zur Terrasse. Das war jetzt aber nicht gerade das, was ich gesucht habe. Gibt es hier nicht irgendwie vielleicht ein Item, was man... Nee, natürlich nicht. Hätte ja sein können. So, wollen wir uns mal die Schmiede und das Waffenlager anschauen. Den Waffenladen, Entschuldigung. Das müsste jetzt der Waffenladen sein. Seit 30 Jahren rackern wir uns ab, um uns endlich ein Ticket für das Theater leisten zu können. Ich bin ja so glücklich. Okay. Ich sag jetzt nichts dazu. Da ich heute mit meiner Alten ins Theater gehe, ist heute ausnahmsweise geschlossen. Natürlich, danke. Immer ein Schwert, man braucht so als Schwarzmagier. Etta. Ja. Mal schauen. Wir haben Etta gefunden. Haben wir hier sonst noch was? Wir haben jetzt zwar... Oh, fuck, das war... Egal, scheiße. Was soll denn der Scheiß hier? Da oben müsste direkt dann der Waffenladen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jawollo. Welches Schwert nehme ich denn bloß? Hätte ich doch mal ein bisschen mehr Bares. Ja, dann würde dir die Auswahl nicht ganz so schwer fallen. Ey, haben wir hier echt... Ach so, die sind verbunden, diese Scheißläden. Wusste ich nicht, aber wo kann man hier sich, Kommt zur Pluto-Truppe. Im Schloss Alexandria sind wir ständig auf der Suche nach neuen Soldaten für unsere Pluto-Truppe. Tapfere Recken bewerben sich also sofort. Dient bei der Pluto-Truppe für ihre Majestät, für das Vaterland. Hauptmann der Pluto-Truppe. Wer das wohl sein mag? Nee, das will ich nicht nochmal lesen. Das ist so ein schlechter Witz, was da stand. Also im Ernst, ey. Wo ist denn das hier? Hab den schon dreimal gesagt, ich mach gleich zu, aber der hat wohl kein Zuhause. Ja, das könnte hinhauen. Das könnte tatsächlich hinhauen, dass er kein Zuhause hat. Aber... Man, ich wollte doch... Ich guck's nochmal an. Das muss doch hier irgendwas sein noch. Ich erinnere mich doch noch daran. Ah... Allheilmittel, da haben wir es gefunden. Ah. Nee, dann haben wir das Geld auch gefunden. Da rein kommt keiner anscheinend. Tut mir leid, Leute, wir müssen es nochmal probieren. Einfach nur aus Zack und Zack und... Das hat mich jetzt verarscht, das Spiel. Wir brauchen noch einen Versuch, tut mir leid. Wir müssen mindestens 10 schaffen. Okay, wenn es leuchtet, müssen wir drücken. Zack, 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 zack. Okay, wir schaffen das einfach nicht. Wir sind einfach zu... Ich bin einfach zu blöd für diese Welt. Wir gehen mal in die nächste Seitenstraße. Alexandria muss riesig sein. Au! Ah. Er schafft's Zeit, nur weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Genau, die Erosion und die Erderschütterung und das ist schon really hard. Puh, das war's dann. Ja, ja. Endlich Feierabend für heute. Da ist die kleine Ratte schon wieder. Hey, da du. Dein Ticket vorher war noch ein Fälschung.
Oh, Entschuldigung. Hey, du da, dein Ticket vorhin war noch eine Fälschung, oder? Bist du vielleicht Seitenstraßen-Jack? Willst du mich beleidigen, oder was? Wie auch immer. Werd mein Untertan, dann nehme ich dich auch zum Theater mit. Geht klar. So ist recht. Und schon erteile ich dir den ersten Befehl. Schau, ob von drüben jemand kommt. Okay. Wir schauen. Und, ist die Luft rein? Ja, da kommt niemand. Sehr gut. Operation Leiterklau kann beginnen. Zack. Dass diese kleine Ratte auch diese Leiter tragen kann? Oh. Wen haben wir denn hier? Bist du vielleicht Seitenstraßen-Jack? Hä? Woher weißt du das? Wer mich Jack nennt, der will meistens eine Runde Karten spielen. Stimmt's oder habe ich recht? Was? Du kennst die Regeln nicht? Wie? Beibringen soll ich sie dir? Na gut, von mir aus. Ich habe heute eh nichts mehr zu tun. Also dann folge mir. Mal. Nach diesem Kartentutorial werden wir einen Cut anlegen. Also erstmal für Anfänger. Um ein Kartenspiel zu beginnen, brauchst du erstmal 5 Karten. Dann laber einfach mal irgendjemanden, der mit Viereck-Taste an. Okay. Allerdings gibt es auf dieser Welt auch Langweiler, die keine Lust haben, Karten zu spielen. Okay, okay. Wie funktioniert ein Kartenspiel? So, und jetzt kommen wir zum Spiel selbst. Die Karten werden abwechselnd auf einem 4x4 Quadraten großen Feld abgelegt. Manchmal wird es dir gelingen, eine gegnerische Karte umzudrehen. Dies hängt von den gelben Dreiecken an den Kartenrändern ab. Zeig dieses Dreieck auf eine gegnerische Karte, dreht diese sich um und wird zu deiner eigenen. Zeig jedoch das Dreieck der eigenen Karte auf das einer gegnerischen, dann beginnt die Kartenschlacht. Was ist eine Kartenschlacht? Im Falle von mehreren aufeinander zeigenden Dreiecken kann es auch zu wiederholten Schlachten kommen. In solch einem Fall kann vorherbestimmt werden, mit welcher Karte die Schlacht begonnen werden soll. Je nach Reihenfolge wird der Spielverlauf beeinflusst. Dann gibt es da noch die Kombos, die verdammt nützlich sind. Was sind Kombos? Na gut, weil du es bist, werde ich dir jetzt mal die Techniken des Meisters beibringen. Während einer Schlacht musst du vorsichtig sein. Gewinnst du eine Schlacht, löst dies eine Kettenreaktion aus. Alle Karten, auf die Dreiecke der umliegenden Karten zeigen, werden ebenfalls umgedreht. Das nennt man eine Combo. Dasselbe passiert allerdings auch bei einer Niederlage deinerseits. Alle Karten, auf die Dreiecke der umliegenden Karte zeigen, werden umgedreht. Also, streng dich an und versuch ein Perfekt rauszuhauen. Wie erreiche ich ein Perfekt? Dann will ich dich mal über das Perfekt aufklären. Geht man aus der Partie als Gewinner hervor, bekommt man eine gegnerische Karte. Gewinnt man jedoch perfekt und tritt alle gegnerischen Karten um, erhält man alle 5 Karten des Gegners. Gib alles, um den höchsten Spielerlevel zu erreichen. Du hast ein Spielerlevel. Dann erzähle ich dir jetzt mal was über den Spielerlevel. Wenn du demnächst mal nichts Besseres zu tun hast, schau mal unter Karten im Menü nach. Dort siehst du dann dein Spielerlevel. Je mehr Karten du sammelst, umso höher dein Spielerlevel. Was der höchste Titel ist, weiß ich aber auch nicht. Einmal so zur Probe. Komm wieder, wenn du 5 Karten hast, Kleiner. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ach ja, Seitenstraßen Jack nennt man mich nur in dieser Stadt. In jeder Stadt trage ich einen anderen Namen. Man will ja inkognito bleiben. Meinen wirklichen Namen willst du wissen? Vielleicht zeige ich ihn, wenn du mal stärker bist. Okay. Danke dir. Danke. So, dann hätten wir das auch schon erledigt. Haben wir noch was bei Seitenstraße Jack zu tun? Im Normalfall schon. Im Normalfall, wie gesagt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen. Naja, wie geht auch sein. Es wird erstmal ein Cut reingehauen, Leute. Wir sehen uns gleich wieder.